Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern. Und es geschah so. Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe und fruchtbare Bäume. Und es geschah so. Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag. Und Gott machte zwei große Lichter, dazu auch die Sterne. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag. Und Gott sprach, es wimmle das Wasser von lebendigem Getier, und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch. Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag. Und Gott machte die Tiere des Feldes und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. Und so vollendete Gott seine Werke und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn. Für eine kleine Weile habe ich dich verlassen, aber mein Erbarmen mit dir ist so groß, dass ich dich wieder heimhole. Als mein Zorn aufwallte wie eine Flut, habe ich mein Angesicht eine Weile vor dir verborgen, aber meine Liebe hört niemals auf. Darum habe ich Erbarmen mit dir. Das sagt der Herr, dein Befreier. Ich verhalte mich wie zur Zeit Noahs. Damals habe ich geschworen, die Flut, die über Noah gekommen ist, soll die Erde nicht noch einmal überschwemmen. Jetzt schwöre ich, ich werde nicht mehr zornig auf dich sein und dir nie mehr drohen. Berge können von der Stelle weichen und Hügel ins Wanken geraten. Aber meine Liebe weicht nicht von dir und mein Friedensbund wankt nicht. Das sagt der Herr, der Erbarmen mit dir hat. Als der Sabbat vorbei war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus und Salome, wohlriechende Öle. Sie wollten die Totensalbung vornehmen. Ganz früh am ersten Wochentag kamen sie zum Grab. Die Sonne ging gerade auf. Unterwegs fragten sie sich, wer soll uns den Stein vom Grab wegnehmen? Doch als sie zum Grab aufblickten, sahen sie, dass der große, schwere Stein schon weggerollt war.
Sie gingen in die Grabkammer. Dort sahen sie einen jungen Mann. Er saß auf der rechten Seite und trug ein weißes Gewand. Die Frauen erschraken sehr. Aber er sagte zu ihnen: Ihr braucht nicht erschrecken. Ihr sucht Jesus aus Nazareth, der gekreuzigt wurde. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Er ist nicht hier. Seht, hier ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. Macht euch auf, sagt seinen Jüngern, besonders Petrus, Jesus geht euch nach Galiläa voran. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das ewige Leben haben. Christus, unser Licht und unser Heil. Der Herr ist unseres Lebens Kraft. Ja, wir sind jetzt umgezogen vom Heiligenstein in Muschenheim bei Lich hier in die Wüstung Hausen. Das ist zwischen Lich und Niederbessingen im Wettertal und wir werden hier den Gottesdienst fortsetzen. Psalm 118. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben
und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Das ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden dort einziehen. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. O Herr, hilf! O Herr, lass wohl gelingen! Gelobt seid, der da kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott, und ich danke dir. Mein Gott, ich will dich preisen. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich. Amen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, vor einem Jahr haben wir schon digitalen Ostergottesdienst gefeiert, rein digital. Und auch dieses Jahr ist es wieder so. Die Pandemie hat uns noch immer im Griff. Damals haben wir auf bessere Zeiten gehofft. Und das tun wir immer noch. Das frühe normale Leben scheint weit weg. Wird es überhaupt jemals wieder normal? Das habe ich mich auch gefragt, so erinnere ich mich, als meine Großmutter gestorben war. Wird das Leben überhaupt jemals nochmal normal? Und das ist auch die Frage der JüngerInnen, als sie früh morgens am dritten Tag sich aufgemacht haben, um zum Grab zu gehen. Und ja, wir haben das gesehen, das Grab war leer. Zuerst trauten sich die Frauen nicht so recht. Und dann, voll Entsetzen sehen sie, das Grab ist leer und denken als erstes, ist er gestohlen? Aber dann erkennen sie, dass er lebt. Es ist nicht alles aus und vorbei, er lebt. Leben ist möglich. Und wenn wir hier jetzt stehen in der Wüstung, dann hören wir das, wie die Vögel zwitschern. Ja, Leben ist möglich. Und was damals an Ostern geschah, das ist eigentlich unmöglich. Und doch wurde der Auferstandene von so vielen gesehen. Und dieses und doch ist etwas, das unsere Sicht auf unsere Welt und unser Leben, unsere Lebenseinstellung verändern kann. Nicht alles können wir uns vorstellen. Wir sind nicht und werden nie Meister des Lebens sein. Keine und keiner von uns, selbst nicht über das eigene Leben. Und das merken wir ja in diesem vergangenen Jahr ganz besonders. Gerade in dieser Zeit kann uns dann die Erfahrung der JüngerInnen helfen. Auch wenn es heute nicht vorstellbar ist, Leben wird möglich. Und Leben ist auch jetzt schon möglich. Ja, nicht immer wie erhofft. Auch Jesus und die JüngerInnen hatten sich das anders vorgestellt. Und doch, erstmal waren sie verwirrt, vielleicht noch verängstigt.
Aber im Vertrauen haben sie gemerkt, Leben ist möglich. Im Vertrauen auf Gott. Und ja, da war auch ein Querdenker dabei. Der wollte alles nicht glauben. Aber er hat's dann auch erkannt. Und so können auch wir darauf vertrauen. Leben ist möglich und wird wieder mehr möglich sein. Lasst uns in dieser Zuversicht dieses Osterfest feiern und in die nächsten Wochen gehen. Ungeahntes Leben ist möglich. Gott sei Dank. Amen. So lasst uns miteinander beten an diesem Ostermorgen. Gott, du bringst Licht ins Dunkel. Du machst das Leben neu. Du befreist. Und doch, noch ist es dunkel. Noch sind wir voneinander getrennt. Noch zeigt der Tod seine finstere Macht. Doch du machst alles hell. Christus, du bist auferstanden. Du bist das Licht, unfassbar für uns, Trost für deine geplagte Welt, Hoffnung in der Angst. Christus, du Licht, erbarme dich. Mach es hell für alle, die mit dem Tod ringen, die Kranken, die Infizierten, für alle, die in Krankenhäusern und Pflegeheimen arbeiten. Christus, du Licht, erbarme dich. In dein Licht nimm hinein alle, die einsam sterben, alle, die trauern und unsere Verstorbenen. Christus, du Licht, erbarme dich. Mit deinem Licht umstrahle alle, von denen wir getrennt sind, unsere Angehörigen, unsere Freundinnen und Freunde, unsere Schwestern und Brüder. Christus, du Licht, erbarme dich. Sei mit deinem wärmenden Licht bei all den Menschen, die uns heute besonders am Herzen liegen. Christus, du Licht, erbarme dich. Noch ist es dunkel, noch sind wir voneinander getrennt. Doch du bist auferstanden und diese Nacht endet. Ostermorgen. Christus, du bist das Licht. Du lässt uns leben. Halleluja. Und weiter beten wir gemeinsam das Gebet, das Jesus Christus uns geschenkt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so stellen wir uns für dieses Osterfest unter den Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Amen. Und dann wünschen wir Ihnen und euch allen ein gesegnetes Osterfest.
Lebe geht weiter. Das ist für mich Ostern. Gebe ich mal ganz simpel Beispiel. Die Bibel erzählt das so. Nach der Kreuzung kam Maria von Magdala früh morgens ans Grab von Jesus und sah, dass der Stein nicht mehr vor dem Grab lag. Jesus war verschwunden. Da weinte Maria. Plötzlich stand ein Mann neben ihr und fragte, warum weinst du? Maria dachte, er sei der Gärtner und fragte, hast du ihn weggebracht? Der Mann sagte, Maria, da erkannte sie, dass es Jesus war. Er sagte, Maria, geh und sag, dass ich zu Gott zurückkehre. Dann lief sie fort und erzählte den Jüngern, ich habe Jesus gesehen. Er ist auferstanden. Ich sage euch, man ist voller Hoffnung, wenn man glauben kann, Leben geht weiter.